Weiche Kunststoffe und wertige Materialien umgeben den Fahrer und sorgen für ein qualitativ hochwertiges Ambiente. Für mehr Fahrspaß sorgt die voll digitalisierte Instrumententafel, über die der Fahrer unterschiedliche Fahrzeuginformationen aufrufen kann. Die Instrumententafel kann durch verschiedene Anzeigearten und Farben personalisiert werden. Am Lenkrad befinden sich unter anderem Bedientasten für Bordcomputer, Telefonfreisprechanlage und Tempomat. Je nach Ausstattung kann der Renault Talisman mit einem Glasschiebedach ausgestattet sein. Schiebedach und Sonnenjalousie werden mit diesem Drehschalter geöffnet und geschlossen. Im Renault Talisman bieten die Vordersitze höchsten Reisekomfort bei gleichzeitig bestem Seitenhalt. Ausstattungsabhängig können diese Sitze elektrisch verstellt werden. Über diesen Schalter am Sitz hat der Fahrer direkten Zugriff auf das Menü Sitze im Multifunktionsdisplay. Selbstverständlich können Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar sein. Um die Heizung einzuschalten, muss bei eingeschalteter Zündung bzw. laufendem Motor dieser Schalter gedrückt werden. Ein zweiter Druck reduziert die Temperatur. Das System regelt die Heizleistung automatisch und schaltet sie nötigenfalls aus. Je nach Ausstattung sind Fahrer- und Beifahrersitz mit einer aktiven Belüftung im Sitzkissen und in der Sitzlehne ausgestattet. Ebenfalls ausstattungsabhängig können die Sitze über eine Massagefunktion verfügen. Diese Funktion wird über das Multifunktionsdisplay eingeschaltet und eingestellt. Fahrer- und Beifahrersitz verfügen über die Easy Access-Funktion. Dabei fahren die Sitze beim Aussteigen zurück, um den Ausstieg und späteren Einstieg zu erleichtern. Sobald die Start-Stopp-Taste gedrückt wird, fahren die Sitze wieder in ihre ursprüngliche Position. Es ist möglich, dass der Fahrer den Sitz des Beifahrers mit Tasten am eigenen Sitz einstellt. Diese Funktion kann über das Multifunktionsdisplay ein- bzw. ausgeschaltet werden. Selbstverständlich können bei elektrisch verstellbaren Sitzen die Sitzposition und die Position der Außenspiegel gespeichert werden. Die Position der Außenspiegel sogar getrennt nach Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Nach Anlassen des Motors ist zuerst die gewünschte Sitzposition einzustellen, dann ist der Fahrstufenwahlhebel auf D zu stellen und die Außenspiegel sind für die Vorwärtsfahrt einzustellen. Danach ist in den Rückwärtsgang zu schalten, um die Spiegel für die Rückwärtsfahrt einzustellen. Die Speicherung der eingestellten Positionen erfolgt über das Multifunktionsdisplay. Bis zu 6 unterschiedliche Profile können gespeichert werden. Die gespeicherten Sitzpositionen können nur bei stehendem Fahrzeug abgerufen werden. Ebenso selbstverständlich ist es, das Lenkrad in axialer und vertikaler Ebene zu verstellen, um einen perfekten Abstand herzustellen. Je nach Ausstattung ist eine Lenkradheizung vorhanden. Es ist dieser Schalter zu drücken, um die Lenkradheizung einzuschalten. Die Heizleistung wird geregelt und das System stellt sich nötigenfalls selbstständig ab. Der Renault Talisman verfügt über eine elektrische Parkbremse, die beim Abstellen des Motors automatisch angezogen wird. Wenn die elektrische Parkbremse angezogen ist, wird in der Instrumententafel die Meldung Parkbremse angezogen angezeigt und die Kontroll-LED am Schalter leuchtet. Sobald der Talisman anfährt, wird die Parkbremse automatisch gelöst.
Die elektrische Parkbremse kann natürlich auch manuell angezogen werden. Auch in diesem Fall wird sie gelöst, sobald das Fahrzeug anfährt. Es ist zu beachten, dass bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik die elektrische Parkbremse nicht angezogen wird, wenn sich der Motor im Standby-Modus befindet.